Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich heiße Alicia Bankhofer. Alicia Bankhofer, sehr empfehlenswertes Video. Das gibt es auf YouTube und das gibt es auch auf anderen Websites, die das Video von YouTube aus eingebettet haben. Vertragen sich solche Embeddings mit OER? Kann ich ein Material, was ich auf YouTube gefunden habe, was da aber nicht unter freier Lizenz steht, in meine OER-Materialsammlung aufnehmen? Die kurze Antwort heißt ja. Für die längere Antwort schauen wir jetzt erst einmal, wie so ein Embedding überhaupt funktioniert. Ich habe dafür was vorbereitet. Dieser Briefumschlag ist ein Stellvertreter für meine Website. Meine Website hat verschiedene Elemente. Sie hat Texte, Bilder, sie hat ein paar Links, sie hat einen Titel und sie hat hier rot symbolisiert ein YouTube-Video. Für den Nutzer sieht das jetzt so aus, als wäre das YouTube-Video auf meiner Website. Das ist es aber tatsächlich gar nicht. Ich habe von YouTube das Video nicht kopiert oder übernommen, sondern tatsächlich nur einen kleinen Codeschnipsel eingebaut. Das ist das Embedding, durch das das Video auf meiner Website angezeigt wird. De facto, Achtung, Zaubertrick, de facto ist das Video aber immer noch bei YouTube. Ich habe dem Nutzer nichts anderes angeboten als ein kleines Fenster, einen Rahmen, durch das hindurch er das Video sehen kann, was aber immer noch von YouTube aus kommt. Soll heißen, ich selbst habe das Video weder kopiert, noch veröffentlicht, noch zugänglich gemacht. Ich habe nur diesen kleinen Rahmen angeboten. Und damit ist YouTube immer noch der Sender oder der Absender dieses Videos. Was bedeutet das jetzt für OER? Das heißt, dass frei lizenzierte Materialien einerseits und Embeddings andererseits sich gut miteinander vertragen, beziehungsweise sich gut nebeneinander vertragen, müsste man eigentlich sagen, weil ich eben nur Verantwortung für das übernehme, was ich bereitstelle, was ich kopiert habe, zugänglich mache, veröffentliche und das Embedding eben nicht darunter fällt. Ich sollte aber dennoch einen Hinweis für die Nutzer meiner Website geben, aus dem dann klar hervorgeht, das hier sind die Inhalte, die kommen von mir. Die stehen unter folgender Lizenz und das sind Inhalte, die habe ich eingebettet. Da gilt diese freie Lizenz nicht. Fazit. Embedding kann die Möglichkeiten von OER deutlich erweitern, auch bei Materialien, die nicht unter freier Lizenz stehen. Alle Plattformen, die so eine Embedding-Möglichkeit anbieten, kommen da in Frage. Das muss nicht nur YouTube sein, das gilt auch für andere Videoplattformen, für Audios, für Mindmaps und anderes mehr. Soweit dieses OER-Erklärt-Video. Fragen können wir immer in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.